Mondquelle, nö. Inspiration fit. Kleine Heilung, Kalakovs geringe Fäule, Garten des Lebens. Körperlicher Schaden, allgemeine Angriffe. Elementarschaden, nein, sicher nicht. Trank, 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 nö. Das Wiff. Plus 3 Wahrnehmung. Kann man aus Gänsebären herstellen, Swiff. Turuturu-Prämien kann man aus Ratiti-Wurzeln herstellen. Hilft mir alles nix. Verfassung Entschlossenheit, Verfassung Macht. Verfassung Macht. Da! Düsterbräu macht 2 Wahrnehmung. Braucht man Düsterbären dazu, wer's gedacht? Tani-Sahne. Milch, Palmstein, Zucker. Dotterschale. Sieht recht nach Grünzeug aus, aber ist kein Grünzeug drin. Nahrungsspezial, Leichenleib und verblutete Fleischpastete. Nein. Glasierte Nüsse. Braucht man Salz und Zucker und Nüsse. Vergessliche Nacht. Glasierte Fleischstücke. Ich guck gerade, was so an Zeug, wir an Zeug haben, was. Das geht ziemlich gut von der Hand. Räucherrippchen plus 4 Macht plus 1 auf alle Kraftstufen. Panierte Isee. Macht Verfassung, okay. Und positiv. Gebratene Hackfresse. Herzhaftes Frühstück. Kappa-Tee, Matrosenbrei. Kennen wir. Ach, warte. Positiv, unglaublich. Bankett des Captains. Schaden, Aktionsgeschwindigkeit, Immunitäten. Krustenschwertfisch. Nein, auch keine Wahrnehmung. Durchschlagskraft, Macht, Kraftstufen. Oh, das geht auch leicht herzustellen. Mohora-Rollen. Mohore-Rollen, okay. Haifischschuppe. Gut abgehangenes Haifisch. Ne, dann hilft da wirklich hauptsächlich nur. Nicht die Dotterschale. Ja, das war nicht hier, das war hier bei sehr positiv. Die glasierten Nüsse. Jetzt wäre ich nur noch froh darüber, wenn das Feuer aufhören würde, hier zu brennen. Das ist nämlich leider kein Divinity Original Sin, wo wir das Feuer mit einem Regenzauber löschen können. Hier passieren komische Geräusche. Und ja, ich habe so das Gefühl, dass wir dann doch hier ins Heiligtum müssen, ne? Was hat er denn eigentlich über die Schmiede geschrieben gehabt? Das war der hier. Lass dies als allgemeine Erinnerung dienen, dass die Flammennagel empfindlich auf Störungen reagieren. Wenn ihr nach unten müsst, dann macht einen großen Bogen um Schmiedemeisterin Titus, wenn sie bei der Arbeit ist. Viele ihrer Leute hatten in der Vergangenheit keine guten Begegnungen mit Gestandenen und nutzten die Schmiede als eine Art kreatives Ventil. Lasst uns alle dazu beitragen, dass sich alle hier wohlfühlen. Na komm, Palegina, geh mal kurz ins Feuer. Das macht dir nicht mal Schaden. Oh. Und jetzt hat sie den Drogenabsturz. Okay.
Das wirkt aber hoffentlich nicht ewig auf sie. Ja, was auch immer mit dem Typen da ist. Das sieht aber doch wie ein Heiligtum aus. Over there. Indeed. What can I do? At once. Maybe rest. Oh je. Ach ja, die kann Palegina wegmachen. Hier sind auch jede Menge Fallen drin. Ah, Mist. Und ja, hier geht's runter. Hm. Was haben wir denn so eigentlich an Essen? Meeresfrüchte, Eintopf, ja. Wir haben auf jeden Fall nicht so direkt was Wahrnehmung erhöht. Also kochen wir jetzt mal glasierte Nüsse. Not a sound. Und auch wenn es wahrscheinlich gefährlich ist, rasten wir hier mal. So. Das ist alles wenigstens nach Alphabet sortiert. Die rote Hand mal 13. Ah, ja, okay. Der Rest kriegt... Eigentlich würde ich dem Rest am liebsten nur Schiffszwieback ins Maul stopfen. Aber ein bisschen was Stärkeres sollte es schon sein. Ah, Gemüse macht Wahrnehmung hoch. Komm. Positiv. Gebratene Hackfresse. Verfassung, Entschlossenheit. Ja, fertigen wir das mal für Idee an. Ne, ein herzhaftes Frühstück für Idee. Das ist jetzt halt einfach für mich. Matrosenbrei, Düsterbräu, Meeresfrüchte-Eintopf. Wahrnehmung, Entschlossenheit, Intellekt. Dafür haben wir nicht genug Zucker, um es effektiv zu machen. Hm. Nö, bleiben wir so dabei.
Also die gebratene Hackfresse für mich. Ich habe ja noch eine gebratene Hackfresse für Seraphin. Ein herzhaftes Frühstück für Idea. Nö. Wasser vielleicht. Verbotene Fleischpastete. Minus 10% der Redner Schaden durch Reis kommen. So, es sind alle wieder gesund und haben gegessen. Es ist die Frage, reicht das bei Palegina? Bei Palegina ist die mit der höchsten Wahrnehmung, die wir haben. Du hast Wahrnehmung? Achso, durch Oleana. Aber ja, ich hätte halt wirklich gerne etwas, womit ich, of course. Look, there is something over there. Yes? Okay, zwei Fallen konnte ich aufdecken. Happily. Nummer drei leider nicht. Of course. Yes? I don't feel well. Ow. I'm here. Shh. So, damit haben wir einen Weg nach unten geöffnet. Wir wollen aber erstmal nach oben in die Schatzkammer. Der Nagel hat keinen Bock. So, mal gucken, was wir in seiner Schatzkammer finden. Wenn die Schatzkammer geheim ist, dann sollte eigentlich niemand drin sein. Hm. Als was ist hier markiert? Verstecktes Arbeitszimmer. Runenpulver und Mana Mai. Nemnox Umhang. Leben des Leidens. Plus 15% erlittener Schaden. Die Fähigkeit wird ausgewählt, wenn der Träger 75% Gesundheit verliert. Gewährt Geisterschild. Die Fähigkeit wird ausgelöst, wenn der Träger 50% Gesundheit verliert. Gewährt Eisenhaut. Die Fähigkeit wird ausgelöst, wenn der Träger 25% Gesundheit verliert. Gewährt Gnadenfrist. Geisterschild. Gebt den Zauberwirker mit einem Schild aus Geisterenergie, der den Rüstungswert und die Konzentration erhöht. Verwandelt die Haut des Zauberwirkers in Eisen und erhöht die Rüstungswert beträchtlich. Dieser Effekt hält bis zu 10 Angriffe lang an. Gnadenfrist. Verhindert für kurze Zeit, dass die Gesundheit eines schwer verletzten Charakters auf 0 fällt. Ich glaube, das ist falsch übersetzt. Wenn er 75% noch Gesundheit hat, geht Geisterschild an und so weiter. Ich würde das eigentlich fast mal probeweise Idee geben.
you shouldn't have. What can I certainly? Viele dieser abgenutzten Schriftrollen werden von Nähten zusammengehalten. Andere weisen von was? Andere weisen Spuren von Kratzern auf. Okay. Lösung, Palmlatten und Mepro. Und sonst ist hier nichts drin. Okay. Das heißt, wir können jetzt ganz beruhigt ins untere Geschoss, in der unseren Tod gehen.